fahren jetzt seit 4 Jahren mit Hängern Gemüse in der Gegend rum in Freiburg jede Woche. So, jetzt dann im Endeffekt über 200 Mal haben wir das jetzt gemacht, so 200, 300 Mal. Ist schon ein völlig anderes Gefühl, weil du halt einfach diese Stadtverkehrgeschichte von du musst anhalten, Ampel oder jemand von dir will abbiegen oder so, anhalten, anfahren, das ist das Stressigste mit Gewicht. So, da bist du einfach, verlierst immer so viel Power und das strengt unglaublich an. Und das ist halt hiermit echt ein Traum. Du hast kein Problem mehr damit anzuhalten. Und das ist auch ein fettes Sicherheitsfeature, weil normalerweise versuchst du halt immer alles rauszuzögern bis zum letzten Moment und rollst nochmal so auf die Kreuzung zu, passt das und bremst dann im letzten Moment. Und jetzt kannst du einfach normal hinfahren, wenn frei ist, fährst du los. Weil du weißt einfach, es ist kein Stress, wieder loszufahren. Und auch so bestimmte Touren, wir sind jetzt verschiedene Touren gefahren, die wir eigentlich normalerweise vermeiden, wenn wir viel Gewicht haben. Wir hatten 2 Verteilpunkte drauf, 26 Kisten und haben jetzt einfach mal geguckt, wie ist es denn am Berg und so. Und klar, man merkt auf jeden Fall, dass das Ding da ist, dass es dir hilft, aber es ist halt immer noch ein Berg da. Aber im Endeffekt ist es dann so, anstatt dass der Berg so ist, ist er dann halt nur noch so. Und das ist schon ein ziemlich cooler Vorteil. Also wir hatten Strecken, fahren wir einfach nie da lang, weil wir wissen, du schaffst es kaum hochzufahren, wenn dann den kleinsten Gang. Und jetzt mit Carla kann man halt im 3., 4. Gang immer noch hochfahren und nicht das Gefühl, man fällt jetzt gleich um oder so. Umfallen ist sowieso ein geiles Stichpunkt, weil du halt eh nicht umfällst, weil das Ding 3 Räder hat. Total geil, auch zum Abladen, weil du hast ja ständig, bist du irgendwo am Verteilpunkt, musst du irgendwo den Hänger abstellen. Du musst den eigentlich immer abhängen, sonst reißt du dir das Fahrrad um. Wenn ein Achse, der kippt nach hinten und nach vorne, dann lädst du hinten eine Kiste ab, dann geht er hoch, dann fällt dir das Rad um und so. Und hier kannst du den eigentlich einfach stehen lassen. Motor aus, dass er halt nicht irgendwie welche Faxen macht, auch zum Rangieren. Und dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Das ist echt genial. Ach so, ja genau, das war am Verteilpunkt im Endeffekt, also muss man sich vorstellen, das ist so ein Hinterhof von einem Kindergarten, da steht eine Hütte hinten drin und ist halt direkt nach dem Tor ist so eine Betonröhre für die Kids zum Durchgrillen. Also du hast eigentlich echt kaum Platz, da durchzufahren. Und ich hatte das mal mit einem von unseren normalen Einachserhängern probiert. Du musst halt sau schwer ziehen, weil es geht ein bisschen bergauf, nur minimal, aber wenn du nur eine Achse hast und viel Gewicht, dann ist es schwierig. Du hast die Achse, die normalerweise immer hoch und runter geht beim Manövrieren, das heißt, du hast da schon viel zu kämpfen und dann musst du da um dieses Ding rum. Und das geht eigentlich. Also ich bin nicht durchgekommen mit dem Anhänger. Und du kannst halt echt, vor allem wenn du da noch einen Motor anmachst, dann schiebt er dich da so schön ums Eck. Und mit der Deichsel hast du echt so ein ziemlich feines Ding, wie du ihn lenkst. Das ist echt total genial. Also wäre ich normalerweise nie reingefahren. Und so habe ich halt 25 Meter Weg gespart, die ich 6-8 Mal laufen muss mit den ganzen Kisten. Das sind, keine Ahnung, 10 Minuten im letzten Verteilpunkt, wo wir waren. Hat dann auch noch überlegt, so okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und dann halt schon, okay. Man hat dieses Hängerfahren kennt man ja auch im Auto, ist halt irgendwie kompliziert, musst du in die Richtung lenken, damit er in die andere Richtung aufsteigt und so. Und dann hast du einfach nur gemeint, wieso, dreh doch einfach um. Und das ist halt so, dieser Wendekreis ist halt nochmal viel besser mit den Einachserhängern. Du kannst den halt echt auf der Stelle wenden im Endeffekt. Also wenn der Hänger von der Breite her reinpasst, worin du wenden musst, dann dreh einfach das Rad und fahr wieder raus und fertig. Ja. Okay.